Freunde der gepflegten Unterhaltung. So viele haben gefragt, Monte, wann gibt's wieder Gönnergy? Wo gibt's Gönnergy? Produziert ihr schon nach? Wir haben 4,5 Millionen Dosen wieder produziert. Oh! Oh! Deutschlandweit für euch jetzt fast überall verfügbar. Kaufland, Rewe, Edeka, Tankstellen, Aral, Shell, Leckerland. In so vielen Märkten wieder für euch am Start, deutschlandweit, 4,5 Millionen Dosen. Der G steht für Gönn. Jede gute Tag am Tat gibt dir Gutes zurück. Gönnergy auf die Eis. Freunde, wir danken für die ganze Liebe. Viel Spaß beim Shoppen und beim Eiskalten genießen. Kuss geht auf die Nuss. Danke für euren Support. Monte L. in den Chat. Macht ein Foto, markiert mich in einer Story. Stoß mit mir an. So. Und wir ziehen uns rein. Dortmund Nordstadt wohnt im sozialen Brennpunkt. Eine knackige 10:22 Doku bei Stern TV. Dortmund Nordstadt, sozialer Brennpunkt. Knapp 23.000 Sozialwohnungen, viele stehen leer. Außerdem Streitereien. Was hast du gerade gesagt? Komm doch her! Vermüllung. Ach Gott. Kriminalität. Abends gehe ich gar nicht raus. Schon seitdem ich hier wohne, gehe ich abends nicht raus. Traue ich mich auch nicht. Wie wohnen die Menschen hier? Die Nordstadt, bevölkerungsreichster Stadtteil Dortmunds. Mittendrin das so. Kennt ihr die Leute, die aus Dortmund kennen? Kennt man den Bezirk? Also ist wirklich so schlimm, wie die sagen? Schlimm da? Ja? Nordstadt kennt man in ganz Nordrhein-Westfalen. Ja, hier oben im Norden habe ich davon natürlich noch nie gehört, aber es liegt einfach daran, dass ich aus dem Norden komme und nicht von dort. Soziale Zentrum in der Westhoffstraße. Über einer Beratungsstelle befinden sich hier 61 Sozialwohnungen. Domenico Mertens lebt seit 2 Jahren in einer dieser Wohnungen und arbeitet als Hausmeister in der Einrichtung. Wie sah das denn vorher hier aus? Hausmeister habe ich mir immer übelst als richtig geilen Job vorgestellt. Hausmeister, glaube ich, ist echt ein ziemlich cooler Job, Digga. Kommt natürlich auch immer drauf an, wo. Das war alles nur eine reine Wiese. Die Terrasse, die war auch nicht so. Der Spielplatz war nicht da. Das war halt dann so ein Drogenkonsumplatz und ab und zu liegen hier noch ein paar Spritzen hinten. Aber ich gehe morgens immer durch und mache das alles sauber. Nicht, dass die Kinder kommen und dann hier irgendwas finden oder so. Der 47. Also ich sag ganz ehrlich, ne, wenn du Drogen nehmen willst, ist das eine. Wenn du Drogen auf dem Spielplatz nehmen willst, dann ist es schon mal ziemlich scheiße. Wenn du abends, wenn keine Kinder auf dem Spielplatz bist, da ein bisschen abhängst, wenn die Kinder am Schlafen sind und da vielleicht mal ein Joint raus. Aber ey, mach dein Ding, solange du keine Kinder damit ab. Oder den Spielplatz irgendwie tagsüber einnimmst. Aber ey, wenn du deine Spritzen da liegen lässt, nachdem du dir einen Schuss gesetzt hast, obwohl du weißt, dass am nächsten Tag da Kinder am Spielen sind, dann kriegst du dafür eine auf die Fresse. In-game, in RP natürlich. 40-Jährige war selbst 15 Jahre lang drogensüchtig. In der Nordstadt fühlt er sich mittlerweile nicht mehr sicher. Abends gehe ich gar nicht raus. Schon seitdem ich hier wohne, gehe ich abends nicht raus. Kurz rüber zum Laden und das war's aber auch. Ansonsten gehe ich hier abends nicht raus. Traue ich mich auch nicht. Warum nicht? Vor 2 Jahren wollten sie mich mal hier hinten überfallen. So 2 Picos irgendwie, keine Ahnung. Ja, und alle haben irgendwie Waffen, Messer und so. Und ich möchte nicht irgendwo hinterher tot liegen wegen nichts. Mhm. Kann man irgendwie auch ein bisschen nachvollziehen, ne? Was sind 2 Picos? Erklärt mir, was sind Picos? Picos ist so ein Begriff für kleine Butchis oder was? Jugendliche? Das soziale Zentrum gibt es bereits seit 50 Jahren. In der 3. Etage wohnt Raba Lajnev. Seine 41 Quadratmeter große Sozialwohnung kostet 461 Euro Miete. Hallo. Also das ist die Ecke, wo man schlafen kann. Hier ist die Wohnzimmer. Hier ist die Küche. Die haben auch neue gemacht. Der 66-Jährige wohnt hier seit 3 Jahren in einem sogenannten Senioren-Apartment. Ich fühle mich wohl, ich kann mich nicht beklagen. Ist alles da, Nachbarschaft. Was man einkaufen gehen oder so, ist auch Netto in der Nähe. Da gibt es auch marokkanische Geschäfte. Von meinem Land kann ich auch was besorgen. Ist vielleicht nicht 5 Sterne Luxus-Apartment. Und mit Sicherheit ist die Einrichtung auch ein bisschen altmodisch im Sinne von, wenn da ein bisschen modernere Möbel drin stehen würden oder ähnliches, wird es vielleicht auch schöner aussehen. Aber es reicht. Und das Wichtigste ist, sage ich euch ehrlich, kann das auch noch aus der Zeit, ne, obdachlos zu sein und ähnliches. Am Ende sind zwei Dinge, finde ich, mehrere Dinge wichtig in der Wohnung. Egal, ob die in einer guten Lage ist, egal, ob die top modern ist. Das Wichtigste ist warm Wasser,
Heizung geht, kein Schimmel und Strom. Versteht ihr, wie ich meine? Das Wichtigste ist, ein Dach über dem Kopf zu haben, einen Rückzugsort, wo du die Tür zumachen kannst, wo du deine Ruhe hast. Ich habe in Wohnungen gehaust, egal ob bei Kollegen oder selber, kein Warmwasser, kein Strom. Wir haben mit Teelicht gesessen. Es war kalt, weil man die Rechnung nicht bezahlt hat. Das ist so ein Pennergefühl. Es ist so zum Kotzen. Es ist wirklich so ein absolutes Scheißgefühl, wenn du in deinen eigenen vier Wänden bist oder bei jemandem chillst und da gibt's kein warmes Wasser, kein Licht, kein Strom, nichts. Vorher wohnte der gebürtige Marokkaner lange am Borsigplatz, ebenfalls in der Nordstadt. Nordstadt hat seine schlechte Seite und auch gute Seite, kann man so sagen. Ich habe gesagt, nur paar Straßen ist schlimmer, aber woanders ist alles ruhig. Sonst, ich fühle mich so nicht bedroht oder so. Und dann habe ich mir. Nach der Trennung von seiner Frau zog Graba Lajnev in diese Sozialwohnung. Viel Geld zum Leben hat er nicht. Im Monat bekommt er 215 Euro Rente. Dazu eine Grundsicherung von 502 Euro. Kleidung kann ich nicht mehr leisten. Eine Hose kaufe ich, dann bleibe ich 15 Tage ohne Essen. Das Sozialamt zahlt die Miete. Und die darf maximal 530 Euro warm kosten. Ich kann nicht eine Wohnung für 800 und dann sage ich, die Amt muss das zahlen. Natürlich nicht. Ne? Aber andere Wohnung ist schwer zu finden jetzt. Deshalb bleibe ich hier bis. Oder vielleicht für immer hier. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Knapp 61.000 Menschen leben in der Nordstadt. Wir treffen Gülay Kerpici. Sie ist hier geboren und nie weggezogen. An ihre Kindheit im Viertel denkt sie gerne zurück. Doch mittlerweile überlegt sie, wegzuziehen. Das ist sehr schwierig, ja. Zumal ich auch noch eine Mutter habe und ich pflege meine Mutter. Also die jetzt einfach beiseite lassen und dann noch nebenbei eine Wohnung zu suchen, ist alles sehr, sehr schwierig für mich. Vor 5 Jahren treffen wir die alleinerziehende Mutter zum ersten Mal. Schon damals fühlt sie sich unwohl. Sie macht sich Sorgen um ihre Tochter. Ein Jugendlicher hatte sie verprügelt. Ich will, dass die Leute hier das sich benehmen, wie sie sich benehmen müssen. Nicht einfach auf irgendwelche Kinder losgehen und einfach die Kinder schlagen und sich dann auf gut Deutsch gesagt verpissen. Meine Tochter, es hätte noch schlimmer kommen können. Sie hat einen Zahn verloren. Sie hat ein blaues Auge gehabt und keiner schlägt meine Kinder, niemand. Ja, ich glaube, man kann sie da vollkommen verstehen, wenn man irgendwie mal über zwei Ecken hört, oh, irgendwie ja, die Tochter von einem Freund hat einen auf den Dülz bekommen, dann sagt man auch, oh, was. Aber wenn das eigene Kind Gewalt erfährt, boah, dann werden Mäuse zu Löwen, Digga. Versteht ihr? Nur die günstige Miete von 400 Euro für ihre 65 Quadratmeter Wohnung hält Gülay Kerpici seitdem weiterhin in der Nordstadt. Heute fühlt sich die 45-Jährige auf der Straße nicht mehr sicher. Du kannst nicht auf der Straße als Frau alleine irgendwo hingehen. Kannst du einfach nicht. Du musst immer von links und rechts immer begafft werden, angeschaut werden, dann kriegst du einen Spruch rein. Oho. Ja. Da stehen schon wieder drei, glotzen einen an. Was machen die dann so? Dumme Sprüche abgeben. Da jetzt kommt der fünfte raus. Der eine ist reingegangen, dann kommt der vierte raus. Einfach nur dumme Sprüche. Hi Süße, wie geht's? Willst du Kaffee trinken? Ich habe schon alles probiert, alles. Ich habe sogar meinen damaligen Ehering habe ich rausgeholt und einen Film. Das interessiert die einfach nicht. Du bist einfach ein gefundenes Fressen für die. Eine Ecke weiter kommt plötzlich während unserer Dreharbeiten eine Gruppe Jugendlicher und Kinder auf uns zu. Warum machst du diese? Warte mal, stopp mal, Freundchen. Ja. Erstmal redest du vernünftig, ja? Okay. Wir sind dreimal so alt wie du. Ja, was muss ich machen? Er macht nichts mit dir. Er macht was mit uns beiden, nee, nicht mit dir. Und wir gehen jetzt einmal bitte weiter. Nein, ich bloß einfach mal gerade da gezeigt. Was hat er gezeigt? Er zeigt den Nordmarkt. Komm, geh weiter, Junge. Können wir bitte weitergehen? Ja? Können wir bitte weitergehen, sonst vergesse ich mich ganz ehrlich. Mich nennt keiner Scheiße. Ehrlich nicht. Lass mich bitte sagen, nicht mehr. Du schon mal gar nicht. Komm, geh weiter. Was hast du gerade gesagt? Komm doch her. Nur beleidigen. Hier, könnt ihr gerne machen. Hier, nur beleidigen. Alles. Habt ihr das jetzt gesehen? Ja? Schon seit Jahren ein großes Problem in der Nordstadt, Vermüllung.
Dagmar Schmitz und Wolf-Dieter Blank besitzen hier seit 26 Jahren ein Haus. Sie möchten das Wohnumfeld sauber halten. Bei der Müllentsorgung packen sie regelmäßig selbst mit an. Ja, das ist wahrscheinlich ein Wettlauf gegen eine Windmühle, oder? Was sind denn so die Müll-Hotspots hier? Hier ist so ein Hotspot hinter diesem Stromkasten da. Ja, das ist auch der. Also da steht fast jeden Tag wird da irgendwas abgelagert. Jetzt haben sie es sauber. Und hier kommt auch jeden Tag mehrfach kommt die Entsorgung dort und hier vorbei und kontrollieren hier zumindest die Anfangsstücke der Straße und machen auch die Mülleimer leer und nehmen das mit, was hier rumsteht. Möbeln und Matratzen, alles, was man sich vorstellen kann, an dieser Stelle. Cooles Graffiti hinten an der Wand. Ja. 2018 treffen wir die Hauseigentümer erstmals. In seinem Mehrfamilienhaus hat das Rentnerpaar immer wieder Ärger mit Mietern. Damals steht eine Wohnung leer. Sie wurde katastrophal hinterlassen. Der ehemalige Mieter, 65 Jahre alt, arbeitslos, schwer alkoholkrank. Pfui Deibel, Digga, ist ja widerwärtig. Vor einiger Zeit hatten wir einen Mieter hier drin, der durch Alkohol am Boden lag sozusagen. Und auch hier durch Alkohol oder Folgeerkrankungen letztendlich verstorben ist. Hier war unten die ganze Spülecke, da unten, das war alles verschimmelt. Der Boden, da war damals noch der Holzfußboden drin, war eben, weil er auf dem Boden teilweise gelegen hat, Urin durchtränkt, also ganz, ganz eklig. Die Folge, die Wohnung musste komplett saniert werden. Ebenfalls ein Ärgernis, Ratten im Hinterhof, damals dokumentiert in diesem Privatvideo. Oh, solche Feinis. Heute sind die Ratten weg, doch der Müll ist weiterhin ein Problem. Guck dir das mal an, komm mal um die Ecke. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das ist doch wieder einer ausgezogen und alle Sachen haben sie auf. Rattenfeini, ich finde Ratten süß, ja. Also ich finde Ratten, ich finde prinzipiell alle Lebewesen süß. Auch wenn sie Krankheitsüberträger sind und ähnliches, ich finde Ratten trotzdem süß. Außer Mücken, die hasse ich. Spinnen finde ich auch extrem süß. Die einzigen Tiere, die ich verachte, sind Mücken und Zecken. Dann hört es auch schon auf. Ja, das ist halt, ne? Ich glaube, das hast du in jedem sozialen Brennpunkt, dass die Leute sich wie Scheiße benehmen und ihren Müll einfach auf die Straße schmeißen und denen das vollkommen scheißegal ist. Die Entsorgung Dortmund bietet für solche Fälle eine App. Mithilfe eines Fotos und einer kurzen Beschreibung meldet Dagmar Schmitz den Müllberg. Trotz solcher Maßnahmen ist eine Lösung des Problems für die Rentnerin nicht in Sicht. Ich bin da inzwischen ratlos. Ich wüsste nicht, was ich machen soll. Die Einsicht muss einfach bei jedem selber irgendwann sein. Ich glaube nicht, dass man das von außen regeln kann. Ansprechen, gut, machen Sie. Ich will jetzt nicht urteilen, aber es ist ja irgendwie auch schön, dass sie eine Beschäftigung hat. Also nicht, dass es, die hätte mit Sicherheit auch was Besseres noch zu tun, aber irgendwie würde ich mal sagen, macht ihr das ja auch in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch Spaß. Also sie tut ja nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil, vielleicht hat sie da sogar ein bisschen Spaß dran. Ich weiß es nicht. Vielleicht mal, aber ob das dann eine dauerhafte Sache ist, weiß ich nicht. Einige Straßen weiter. Im sozialen Zentrum renoviert Domenico Mertens einen Kellerraum. Hier soll eine Begegnungsstätte für Kinder entstehen. Der Ex-Drogensüchtige ist heute clean. Wenn du aus dieser Szene kommst, dann ist es halt schwer, Arbeit zu kriegen, auch Arbeit zu finden, vernünftige, so, die jetzt auch für dich passt. So, ne? Ich habe das Glück, dass ich das früher alles gelernt habe und das irgendwo kann, aber mich hätte trotzdem keiner eingestellt, ne? Weil zum Beispiel mein Führungszeugnis, heute musst du überall ein Führungszeugnis haben, schon das hätte mir das Genick gebrochen, ne? Das Führungszeugnis alleine. Durch ein Projekt der Drogenberatung. Naja, gut, ist doch aber eigentlich verständlich. Also ein Führungszeugnis zu verlangen als Arbeitgeber ist schon immer normal gewesen, weil man möchte als Arbeitgeber niemanden einstellen, der in der Vergangenheit kriminell war, Diebstähle begangen hat oder Schlimmeres. Also normal, das ist das Leben, das hat nichts. Du kannst auch jemand aus der Mittelschicht sein oder drüber. Natürlich hast du bessere Chancen dann über Vitamin B und ähnliches, aber ja, wenn du schwer kriminell oder kriminell warst in der Vergangenheit, das bestraft das Leben immer. Hat der 47-Jährige in der Nordstadt einen Job gefunden. Vorher war der gelernte Maler und Lackierer jahrelang arbeitslos. Ist der Balenciaga-Hoodie vom Bazar oder echt? Also ich glaube nicht, dass er einen 1.000 Euro, 2.000 Euro Balenciaga-Pullover beim Malen anhat.
Also ich habe die Hoffnung aufgegeben beim Job. Ich dachte, ja, ich kann vielleicht nochmal einen Eurojob machen und so mir was dazu verdienen. Aber dass ich nochmal so im Arbeitsleben reinkomme, hätte ich nie gedacht. Ja, das ist ein 6er Lotto für mich. Ganz, ganz gute Doku auf jeden Fall. Ich hätte sie mir gerne noch länger angeschaut. Also im Sinne von, ich bin gerade erst warm geworden.